Hi Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Strom erzeugen und Kosten sparen mit Photovoltaikanlage und großen Verbrauchern wie Elektroauto oder auch der Wärmepumpe, das macht total Sinn und das ist ein Riesenthema. Und dann auch noch das Einbinden von dynamischen Strompreisen, möglichst vollautomatisiert, sodass das Elektroauto dann beladen wird, wenn der Strom an der Börse besonders günstig ist. Das ist super interessant und viele von euch fragen mich immer, hey Nils, hast du mal einen Tipp, wie wir das machen können? Gibt es ein Energiemanagement? Und ich möchte euch hier eine Lösung, eine App-Lösung ohne zusätzliche Anschaffungskosten zeigen, die ich bei mir hier eingerichtet habe und ausprobiert habe. Und das stelle ich euch jetzt hier vor. Viel Spaß, los geht's. Ein Energiemanagementsystem wird auch EMS abgekürzt. Das ermöglicht euch als PV-Anlagenbetreibern die Stromflüsse zwischen Photovoltaikanlage, der Wallbox, eventuell einer Wärmepumpe und auch weiteren steuerbaren Verbrauchseinheiten, wozu auch ein Stromspeicher gehört, zu steuern. Und es gibt diverse Systemanbieter. Das heißt, du bleibst bei einem Hersteller und die Geräte arbeiten dann alle auch gut zusammen. Ich habe aber in vielen Beratungen Kunden, die das Problem haben, dass sie unterschiedliche Hersteller von Geräten haben oder sie haben ein System, mit dem sie grundsätzlich zufrieden sind, können da aber kein Strompreissignal nutzen, um zum Beispiel das Elektroauto oder die Wärmepumpe gezielt dann anzusteuern, wenn der Preis am günstigsten wäre. Also stellt sich hier die Frage, was könnt ihr tun, wenn eure Geräte nicht von dem gleichen Hersteller sind und die Energieflüsse trotzdem optimal gesteuert werden sollen, um möglichst viel des eigenen Stroms zu nutzen und dann auch dynamische Tarife hier optimal einzubauen. Und zwar unabhängig davon, ob eine große Photovoltaikanlage, ein Balkonkraftwerk oder einfach nur eine Wallbox installiert ist. Und das ist oftmals gar nicht so einfach und mit zusätzlicher Hardware meistens zu lösen. Und ich bin vor ein paar Wochen auf eine tolle Lösung gestoßen, heißt Clever PV, ist eine App und das ist ein appbasiertes EMS. Was das genau bedeutet, was du brauchst, um es zu nutzen, das erkläre ich dir gleich hier noch. Und Clever PV hat mir auf meine Anfrage hin diese App kostenfrei zur Verfügung gestellt, deswegen blende ich hier oben auch ein, bezahlte Werbepartnerschaft, das möchte ich ganz transparent sagen. Und ich war am Anfang auch erstmal ein bisschen skeptisch, weil Schnittstellenprobleme, da haben wir viele schon von gehört, ja, und es ist gar nicht so leicht, die Geräte miteinander zu verknüpfen. Und ein Versuch ist es aber wert gewesen und was dabei rauskam und wie ich die App finde, das erfährst du dann am Ende hier natürlich auch im Fazit des Videos. Und jetzt schauen wir gleich mal direkt in die Clever PV App rein und bevor wir das machen, noch ein kleiner Hinweis, denn das beste Energiemanagementsystem, das bringt dir nichts, wenn die Photovoltaikanlage in der Anschaffung zu teuer war. Du kannst tausende Euro sparen, indem du hier gratis für 0 Euro unterm Video verlinkt meine PV-Checkliste runterlädst, prüfst, ob eine Photovoltaikanlage für dich überhaupt Sinn macht wirtschaftlich. Und dann gehst du los, bevor du dich am Ende dann nach dem Kauf ärgerst. Das wäre sehr ärgerlich, davor will ich dich bewahren. Kunden von mir haben letztens neulich erst wieder 6.000 Euro bei der Anschaffung der Photovoltaikanlage gespart. Und das lohnt sich also richtig, da hinzugucken. Lad sie dir gerne hier runter, ist gratis. Und jetzt ab zur Clever PV App. Ich zeige euch, was es damit auf sich hat. Und ich freue mich schon drauf, da jetzt einzutauchen. Ich zeige euch jetzt hier die App und die Einrichtung und als erstes erwartet euch das Willkommen bei Clever PV. Eine kurze Vorstellung, was macht Clever PV, nämlich den überschüssigen Strom für dich besser verfügbar, damit du nicht so viel ins Netz einspeist. Außerdem ist es möglich, den Überschuss auch gezielt ins Elektroauto oder in deinen Speicher einzuladen, kannst dort Prioritäten einstellen, zeige ich gleich alles nochmal ein bisschen genauer und das Ganze aber auch mit dynamischen Tarifen. Das heißt, das kann ich schon mal vorweg sagen, du kannst zum Beispiel auch dynamische Tarife hier einbinden und dann direkt da in die Steuerung mit hinterlegen. Geld sparen tust du halt dadurch, dass du keine extra Hardware brauchst, indem du nämlich einfach die Online-Schnittstellen deiner Geräte nutzt und auch Wärmepumpen und auch zum Beispiel funkgesteuerte Steckdosen können angesteuert werden. So, jetzt drückst du hier auf Weiter, sagst loslegen und loggst dich ein. Ich mache das jetzt einmal kurz mit meinem Account. Ich habe mich hier eingeloggt und jetzt sehe ich hier direkt 97 Watt werden gerade erzeugt. Draußen ist es super dunkel, nicht viel zu holen. Und mein Hausverbrauch liegt bei 206 Watt. Mein Akku, der hat 10%, das ist meine Notstromreserve. Diese ganzen Daten werden jetzt von meinem Speicher, den ich hier betreibe, das ist eine Sonnenbatterie, direkt an die App übertragen. Die Schnittstellen werden also angesteuert. Außerdem habe ich eine Mennekes Wallbox, die jetzt gerade nicht angeschlossen ist, auch nicht lädt. Ich zeige dir aber, wie das dann aussieht, wenn man lädt. Und wenn du jetzt ein Gerät hinzufügen möchtest, denn diese App erwartet dich natürlich erstmal ohne deine Geräte, dann ist das aber ganz einfach, indem du nämlich auf Gerät hinzufügen klickst. Dann wählst du aus eine Wallbox, Schalter oder Auto. Bei Wallbox zum Beispiel würde ich jetzt hier auswählen, okay, Wallbox Hersteller wählen. Dann würde ich jetzt hier auf Mennekes gehen.
Und hier gibt es dann alle Anleitungsschritte, die du machen musst, von Clever PV hinterlegt. Du kannst also diese Anleitung öffnen, hältst dich Schritt für Schritt daran und dann ist dein Gerät sehr schnell integriert. Super einfach, habe ich ausprobiert, kriegt jeder gut hin, wenn ihr euch die Zeit nehmt zu lesen. Das sage ich, ist ganz wichtig. Es ist keine Sache, die innerhalb von einer Minute erledigt ist, aber was habe ich gebraucht? Circa 5 bis 10 Minuten und dann waren meine Geräte installiert. Für das Auto ist es ähnlich. Du kannst zum Beispiel einen Tesla direkt hinzufügen und da gibt es dann auch die Anleitung, was du machen musst, den Account zu verifizieren etc. Und was natürlich ganz wichtig ist, am Anfang auch erstmal deinen Stromzähler zu registrieren. Das war bei mir in dem Fall die Sonnenbatterie. Die Sonnenbatterie misst nämlich auch an meinem Hausanschlusspunkt die 3 Phasen und ist damit sozusagen auch Stromzähler. Welche Möglichkeiten es da gibt, das findet ihr alles hier unterm Video auch verlinkt. Jetzt gehe ich davon aus, ich habe die Geräte drin in der App, was relativ einfach ging. Und jetzt möchte ich mal sehen, was passiert denn hier eigentlich. Dann kann ich auf Historie drücken, sehe jetzt hier den Tag und kann hier also erkennen, was sind meine Einsparungen durch die PV-Anlage, heute nicht sonderlich spruchreif. Dann die Autarkie, Netzbezug, Einspeisung und hier unten auch dann die einzelnen Geräte aufgeführt. Ich gehe jetzt mal auf einen Tag, nämlich gestern, wo ich auch geladen habe. Hier seht ihr jetzt also die Mennekes Wallbox, wenn ich die hier einblende. Das war mein großer Verbraucher. Der Verbrauch darüber hinaus, das war ihr Haushaltsverbrauch, der Backofen lief zum Beispiel. Ansonsten seht ihr hier, ich mache mal alles aus einmal, die Ladekurve des Speichers. Das ging hier hoch, weil ich gestern Abend eingestellt habe, okay, ich möchte mal wieder 10% Reserve in meinem Speicher haben als Notstrom, weil ich hier ein dreiphasiges Netz habe, was aufgebaut werden kann bei einem Stromausfall. Dann Einspeisung gestern, naja, ziemlich mau. Netzbezug dafür deutlich hoch. Den sieht man jetzt hier, die Produktion kann ich hier einblenden, mein Hausverbrauch und dann die Mennekes. Das sind jetzt also die Daten, die hier in der App dargestellt werden. Mein Netzbezug gestern waren 26,71 Kilowattstunden. Und was jetzt natürlich interessant ist, sind Einstellungen auch zum Preissignalladen. Das heißt, ich hinterlege meinen Stromtarif. Das kann ich einmal kurz zeigen. Gehst auf Profil, geht auch super easy. Dann auf Stromtarife, wählst hier aus. Da habe ich mal einen Beispieltarif eingegeben. Ich habe aktuell noch keinen dynamischen Tarif, aber angenommen, ich hätte jetzt hier einen, Einspeisevergütung habe ich eingegeben, ist bei mir übrigens 10,45 Cent, das stimmt. Dann kannst du das hier erstmal speichern. Und Bezugstarif, das ist der Tarif, den ich beziehe aus dem Netz, der Strom. Und da habe ich angegeben, ist dynamisch, habe hier für meine Region den Tarif eingefügt. Also Abgaben und Steuern sind hinterlegt, Grundpreis sind hinterlegt. Das kannst du für dich ganz individuell einstellen. Drückst hier auf Speichern, dann ist das sofort in der App hinterlegt. Was ganz wichtig ist, ist aber, dass du halt hier auch Möglichkeiten hast, bei den Geräten zu sagen, ob Smart gesteuert werden soll oder nicht zum Beispiel. Ich kann hier sagen Smart. So, dann kann ich auswählen nach Zeitplan oder Ladeplan oder nach Akkustand, also SOC-Plan oder mit Preissignal. Und ich glaube, das ist super interessant für ganz viele von euch. Wenn ich hier mal drauf schaue, dann seht ihr das auch, nämlich das Preissignal laden. Hier kann ich einstellen, wann, wie, wo, was geladen werden soll. Und zwar zum Beispiel bei einem Preis von nur 20 Cent pro Kilowattstunde. Jetzt sehe ich aber, das wird hier nicht erreicht werden in den nächsten Tagen. Die Daten kommen hier jetzt also dann quasi durch meinen hinterlegten dynamischen Stromtarif. Und das ist also unrealistisch. Da kann ich lange warten, bis das Auto beladen wird. Aber je nachdem, was ich einstelle, zum Beispiel 23 Cent, da sagt mir die App jetzt, okay, in dem Zeitraum heute von 22 bzw. 21 Uhr, zwischen 21 und 24 Uhr würde dann geladen werden. Und das ist ganz cool zu sehen. Und je nachdem, wo ihr das einstellt, kommen hier halt also noch Zeitfenster hinzu. Das könnt ihr also einstellen und dann wird automatisch vom System gesteuert, wenn ich hier auf Andrücke und dann geht's los, sobald dieser Preis für dich verfügbar ist, dann wird das Elektroauto geladen. Und so ist es ganz einfach, automatisiert quasi dann auch auf dein Preissignal mit dieser App den Ladevorgang zu starten. Ziemlich cool, finde ich. Ja, nachdem ich euch jetzt die App hier vorgestellt habe, würde mich mal interessieren, wie findet ihr die? Also ich finde sie vom Handling sehr intuitiv, aber eure Meinung interessiert mich auch. Also schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Links findet ihr übrigens auch unter dem Video hier in der Videobeschreibung.
Ja, Danny, schön, dass wir sprechen können, dass du die Zeit genommen hast. Finde ich klasse, denn du bist ja, ich habe ein bisschen gestöbert bei euch natürlich auch, Gründer von Clever PV, einer der Gründer. Und da möchte ich eigentlich direkt mal einsteigen. Wie kam es dazu? Wie kommt man auf die Idee, so eine App zu entwickeln? Ja, erstmal danke, Nils, für die Einladung. Danke, dass ich auch ein bisschen was hier über Clever PV mal erzählen kann, auch von der Historie, wo wir herkommen. Ich denke, es ist vielen auch nicht so bewusst. Man sieht auf der einen Seite mal die App, die gibt es zum Download, aber die war natürlich nicht schon immer da. Ganz am Anfang, das ist ungefähr 3 Jahre her, habe ich selber ein Elektroauto mir zugelegt. Hatte davor schon eine Photovoltaikanlage und ja, das Ziel letztendlich möglichst viel von meinem selbstproduzierten Strom in mein Elektroauto reinzuladen. Das war am Anfang nicht ganz so einfach, weil die PV-Anlage spricht halt auch einfach nicht mit der Wallbox, die das Auto auflädt. Und so habe ich mir halt Gedanken gemacht, wie kann man da eine Möglichkeit schaffen, das zu steuern. Vom Hintergrund her, ich bin Maschinenbauingenieur, habe mich ja, beruflich schon viel mit solchen technischen Systemen auch auseinandergesetzt. Und gesehen, dass es halt entsprechende Schnittstellen gibt, API-Schnittstellen, die man halt ja, ansprechen kann über das Internet. Und das habe ich halt verwendet, um mir selber ein kleines Programm zu schreiben. Das lief auf meinem Laptop, mit dem ich dann, wenn die Sonne da war, habe ich das halt erkannt über diese Schnittstellen. Die konnten man online abfragen. Und darüber habe ich dann die Signale an meine Wallbox gesendet. Jetzt lad mit 6 Ampere, jetzt lad mit 10 Ampere. So immer das ausgeregelt, dass möglichst wenig Strom ins Netz eingespeist wird und dass ich auch keinen Strom zukaufe. Das hat soweit ganz gut funktioniert und ich hatte aber viele Freunde und Bekannte, denen es ähnlich ging. Und dafür musste ich mir dann halt eine Lösung einfallen lassen, weil ich nicht die Zeit hatte, zu jedem hinzufahren und das aufzubauen, sondern es braucht irgendwas, dass das jeder halt selbst nutzen und einrichten kann, und so ist halt Clever PV entstanden. Und da hattest du direkt aber auch schon die App, oder du hast auch mit deinem Bruder Hannes, ne, zusammengearbeitet. Ja, genau. Wir haben da ganz rudimentär angefangen, muss man sagen. Wir haben halt eine Webseite gebaut mit einem Login-Screen. Da konnte man sich anmelden und darüber dann halt schon seine Geräte hinzufügen, aber das war alles webbasiert. War auch gut zum Handhaben, ich sag mal von der Funktionalität ähnlich, aber halt dann von der Usability dann noch nicht so gut wie eine eigene App. Und das hat dann, ja, das hat dann schon Aufmerksamkeit erregt, auch über Social Media Kanäle, dass dann halt viele auf uns aufmerksam geworden sind. Wir haben das komplett kostenlos auch angeboten. Das heißt, jeder konnte sich registrieren und das einfach kostenfrei nutzen. Und darüber haben wir letztendlich eine relativ große Community mit ja, jetzt über 3000 Facebook-Nutzern zu damaligen Zeitpunkt, wo unser System noch kostenfrei war, mit über 6.000 Nutzern schon die Clever PV verwendet haben. Ja, die Challenge für uns war dann halt immer das System dahinter, die ganzen Server, die es halt da dafür benötigt, die ganze Architektur halt damit wachsen zu lassen. Und da hat sich natürlich Hannes viel drum gekümmert. Der ist Experte, was Softwareentwicklung und Cloud-Architektur angeht. Mein Bruder übrigens, und das hat auch gut geholfen bei der Zusammenarbeit. Wir haben das dann halt am Wochenende abends im Urlaub immer weiter dran gearbeitet und das immer weiter optimiert. Wir haben das alles komplett selber finanziert. Einfach als Hobby kann man sagen. Ja, andere, die gehen Fußball spielen und wir haben uns halt dann Clever vor die PV Rechner gebaut. gesetzt. Genau, und haben Clever PV gebaut. Die Leute haben das auch honoriert, muss man ehrlich sagen. Auch da gibt es sehr viele, die uns da schon motiviert haben, daraus auch ein Geschäft zu machen. Wollen halt auch immer so ein bisschen die Waagschale für die Nutzer war, ja, okay, gibt es das denn in 2, 3 Jahren noch? Und viele haben dann auch gesagt, ja, es wäre gut, ich würde dafür bezahlen. Dafür habe ich halt die Sicherheit, dass es dann auch immer funktioniert. Und das war für uns dann sozusagen der Punkt, einen Excel zu machen, unsere Jobs zu kündigen und Vollzeit in Clever PV einzusteigen. Aber unser Ziel ist es halt, möglichst viele Menschen damit zu erreichen, dass halt alle die Möglichkeit haben, ihren eigenen Strom zu nutzen, weil so denken wir, beschleunigen wir einfach die Energiewende erheblich, erhöhen die Rentabilität von PV-Anlagen, es macht es attraktiver, auch dann PV-Anlagen zu kaufen. Ihr habt jetzt dynamische Strompreise auch mit drin. Das ist ja auch Thema hier schon insgesamt im Video. Und magst du da mal sagen, wohin geht es? Also das Auto dann mit dynamischen Strompreisen beladen, das ist ja das eine und das ist auch schon super cool. Soll es dahin auch gehen, dass Speicher angesteuert werden können? Ja,
Genau, also wir haben halt gesehen, diese dynamischen Strompreise, die haben sich etabliert in den im letzten Jahr eigentlich. Ist das ja, immer attraktiver geworden. Die Strompreise bei den Energieversorgern, die steigen eigentlich. Und durch diese dynamischen Strompreise, die sich an Börsenstrompreise orientieren, hat man halt als Verbraucher die Möglichkeit, wenn man seinen Ladevorgang zum Beispiel vom E-Auto verschieben kann, da halt möglichst kostengünstig das Auto nachzuladen, auch wenn man keine PV-Anlage hat oder im Winter, wenn die Sonne nicht scheint. Das ist erstmal ein Riesenvorteil und spart halt ungemein an Geld ein. Und wir haben so ein bisschen die Herausforderung, das dann halt auch zu kombinieren mit dem PV-Überschuss. Das ist das, was Clever PV auch kann. Also ich kann hier die Kombination einfach verwenden, tagsüber das aus der Sonne nehmen, was geht, und halt nachts zum Beispiel mein Auto dann noch laden, dass es dann auch wirklich für die Abfahrt am nächsten Tag reicht. Bei uns funktioniert das sogar, wenn man keinen dynamischen Tarif hat. Das heißt, man kann trotzdem möglichst netzdienlich dann laden. Das heißt, wenn der Strom günstig ist, ist es dann halt auch die Netzauslastung dann deutlich geringer. Ja. Das heißt, hier haben wir eine einfache Möglichkeit geschaffen, auch ja, allen Kunden da mit teilzunehmen, was Gutes fürs Netz zu tun. Das andere ist natürlich, so wie du es gesagt hast, diese Speichersteuerung ist halt auch sehr interessant, dass man zu Zeiten, wo der Strom halt günstig ist, vielleicht dann auch nochmal seinen Batteriespeicher volllädt, wenn er zum Beispiel nicht bis zum nächsten Morgen ausreicht, oder wenn man halt zum Beispiel auch keine Sonne hat und den Strom nicht vom eigenen Dach nutzt, dann steht der Speicher eigentlich ungenutzt da und da könnte man ihn dann halt für die Netzladung verwenden. Das ist Ja. schon eine Idee, die wir haben. Ist jetzt heute noch nicht umgesetzt, hapert es auch manchmal an den Schnittstellen von den Speicherherstellern, die müssen das natürlich auch zulassen. Gibt es Gewährleistungsthemen, die müssen geklärt sein, aber auch, ja, ich sage jetzt mal, rechtliche Themen, die immer noch so ein bisschen diffus sind, wo man nicht so genau weiß, ist das jetzt eine Grauzone, ist das erlaubt, den Speicher aus dem Ja. Netz zu laden oder nicht. Ich denke, da wird die Regulierung auch in Zukunft ein bisschen offener werden, dass man da auch mehr Möglichkeiten bekommt, diese Flexibilitäten zu nutzen. Und wir werden das natürlich in unserem System auch so implementieren, dass dann auch, dass das auch möglich ist. Und wie du es schon angesprochen hast, kommen auch viele Hersteller auf uns zu mit ihren Komponenten, die halt sehen, dass wir einfach sehr flexibel sind und großen Funktionsumfang haben, auch mehr bieten als jetzt so eine Hersteller-App, die ich jetzt, sag ich mal, vielleicht zu meiner PV-Anlage mit dazu bekomme. Da gibt es oft nur rudimentäre Einstellungsmöglichkeiten, da können wir deutlich mehr. Und da sind die Hersteller dann auch offen zu sagen, ja, okay, ich gebe dir da entsprechende Schnittstellen frei, dass ihr auch dann den Speicher steuern könnt. Und ja, wenn sich das sozusagen in der Richtung etabliert, wird das auch von Clever PV unterstützt werden. Ja, cool. Danny, ich möchte ganz gerne auch in diesem Video natürlich einmal über die Kostenstruktur sprechen. Da können wir gerne auch einmal drüber sprechen, wenn du magst. Es gibt ja verschiedene Abo-Modelle und du hast es in einem Gespräch mit mir schon mal erwähnt. Man kann auf jeden Fall total fair, finde ich, kostenfrei starten und das Ganze ausprobieren und testen. Und wie lange ist diese Phase? Ja, also wir haben das versucht, so einfach zu machen, wie es geht. Das heißt, du kannst deine ganzen Komponenten bei uns hinzufügen, kannst die manuell steuern, siehst auch schon mal, ob das klappt mit den Schnittstellen, mit den Integrationen, und dann kannst du die smarte Steuerung aktivieren. Das heißt, Clever PV übernimmt dann sozusagen die Steuerung deiner Geräte. Und Ja. da hast du einen Testzeitraum von 14 Tagen, ganz unverbindlich. Der hört auch nach 14 Tagen einfach auf. Du musst nicht vorher irgendwie eine Kreditkarte oder sonst irgendwas eingeben, sondern das ist wirklich ein ja, Also ganz keine einfaches Abo-Falle, System. sage ich jetzt mal, ne? Man kennt das Keine auch so bei. Abo-Falle, genau, keine Abo-Falle. Wenn du dann sagst, ja, du willst das weiterverwenden und findest das gut, hast schon gesehen, hast schon ein paar Euro eingespart durch die Steuerung von Clever PV, dann kann man sich entscheiden, ob man ein monatliches Abo abschließt. Da hat man dann zwei Tarife, einmal einen Starter-Tarif, einmal einen Clever-Tarif, je nach Funktionsumfang unterscheiden die sich etwas. Und dann habe ich die Möglichkeit, das monatlich zu zahlen, dann ist es natürlich etwas teurer, oder ich kann halt auch bis zu 3 Jahre im Voraus zahlen. Das ist dann unser günstigstes Angebot. Da kommt Ja. man dann zum Beispiel im Clever-Tarif auf circa 6 € im Monat oder 5 € im Monat sogar nur, Ja. die mich das dann kosten würde. Danny, super herzlichen Dank für deine Zeit und vielen Dank für die Einblicke auch in die Entwicklung. Ich finde das total sympathisch, mit deinem Bruder zusammen quasi losgelegt.
aus Eigeninteresse an der Sache, weil ihr da selbst so eine, ich sage jetzt mal, Not hattet. Sehr Ja. sympathisch. Vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke, Nils. Und jetzt habt ihr auch das Gespräch mit Danny mitbekommen. Also, was haltet ihr von Clever PV? Ich muss ganz klar sagen, als Fazit, ich finde es eine super schöne Sache für Bestandsanlagen und auch für neue Anlagen kann es interessant sein, wenn man sich bewusst unterschiedliche Hersteller für die Komponenten wählt, trotzdem ein zentrales Energiemanagementsystem zu haben, welches keine extra Hardware benötigt, schnell eingerichtet ist und intuitiv dann funktioniert und wünsche euch, falls ihr es nutzt, viel Spaß damit. Ich werde das Ganze auf jeden Fall noch ein bisschen länger testen und dann auch noch mal berichten, was meine Langzeiterfahrungen sind. Und ja, vielleicht gefällt es euch auch. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Und nochmals der Hinweis: Das beste Energiemanagement hilft dir nichts, wenn du viel zu viel ausgibst für deine PV-Anlage bei der Anschaffung. Um da Fehler zu vermeiden, etc., bin ich gerne für dich da. Schreib mich an und lade dir vor allen Dingen gratis meine 0-Euro-PV-Checkliste hier unter dem Video runter, damit du da die größten Fehler auf jeden Fall direkt bei der Anschaffung schon mal vermeidest. Jetzt sage ich sonnige Grüße, bis bald, dein Nils.